Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir diesen Abschnitt hier endlich erfolgreich beendet, würde ich sagen. Ich sage immer, es war der Roboterabschnitt. Weil ihr seht ja selber, in den letzten Folgen hat hier viel mit Roboter zu tun gehabt. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns in dem nächsten Abschnitt, in der nächsten Welt, ich weiß es nicht, was jetzt kommt, was uns dort erwartet. Ich bin echt gespannt. Und wenn es euch natürlich ein bisschen gefällt, ja, ihr wisst es ja, immer der gleiche Text. Lasst mir ein Abo da, ein Like oder einen Kommentar. Würde mich alles sehr freuen. Und es freut mich auch wirklich. Genau. Ich weiß gar nicht, was es hier zu bedeuten hat, wenn wir die ganzen Flammen hier anmachen. Kriegen wir da extra Bonus oder sowas? Für irgendwas muss es ja gut sein, dass wir die anmachen können. Oder ist es einfach nur, dass es schön aussieht. Ich weiß es nicht. Ja. So, okay. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon ziemlich weit oben an dem Turm. Und ich weiß nicht, ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir da oben angelangt sind, dass dann auch das Spiel vorbei ist. Ich weiß es aber nicht. Aber so wie es aussieht, ist es jetzt eigentlich nur noch ein Abschnitt da oben. Also da oben würden wir rauskommen, wenn wir diesen letzten Abschnitt dann oder den jetzigen Abschnitt dann abgehakt haben. Und dann geht es ja auch eigentlich nicht mehr weiter. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kommen wir auch ganz woanders raus. So, da sind sie schon. Robotik. So, wir schwimmen. Ist ganz schön tief hier. So. Ein Wunder erwarten. Okay, da ist der rote Baron. Ist es vielleicht mein Vater oder sowas? Ich weiß es nicht. Roter Umhang. Ich hatte einen roten Umhang. Kein Gesicht, was ist da los? Ziehegger! Okay, ist da vielleicht der rote Umhang her? Sieht aber ziemlich zerfetzt aus, der andere war ziemlich gerade. Okay, und Ladesequenz. Ich liebe Ladesequenzen, Leute. Aber dann können wir nichts an der Dampfe ziehen. Oh. Wir warten hier durchs Meer mit denen. Geil. Eine regnerische neue Welt. Ich steige nicht ab. Ich bleibe hier drauf. Hier ist gut. Nein, ich will nicht absteigen. Mann. Egal.
Okay, jetzt schauen wir uns nochmal um, wo wir jetzt hier sind. Okay, da geht's wieder ins Meer zurück anscheinend. Sind wir jetzt hier auf dem Turm oben drauf? Ich weiß es nicht. Alles ziemlich geheimnisvoll. So, schauen wir doch mal hier. Auf jeden Fall auch wieder mit den schwarzen Wesen. Die Roboter helfen uns anscheinend. Hier können wir aber nichts machen. Da oben ist ein Klärpunkt und da geht's. Schauen wir doch mal hier. Geht's hier denn weiter? Hier ist auch ein Kletterpunkt, okay. Oder? Der Kletterpunkt, das ist anscheinend nur. Ah, doch, ist Kletterpunkt. Da, wo das Wasser halt runterläuft. Hier geht's nicht weiter. Schaut richtig cool aus mit den Regeneffekten hier. Richtig nice. Ist donnernd wieder. Aber komisch, gell? Hier brennt's Feuer, es regnet ohne Ende, aber die Flamme geht nicht aus. Nee, die wird sogar noch größer. Okay, alles klar. Muss ich nicht kapieren. Aber es ist eine Fantasy-Welt. Da ist ja alles möglich. Da ist ja alles möglich. WTF, was ist hier? Wer ist das? Oh, da ist der Fuchs. Wer ist denn das? Ist es vielleicht. Der mit dem Umhang, weil der hat ja den Umhang verloren. Ist es vielleicht sein Vater? Also wie gesagt, immer noch nicht viel von der Story eigentlich mitbekommen. Gibt es überhaupt eine Story? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er von den Geistern hier gefangen worden. Dann gehen ihm einfach mal hinterher. Der würde uns schon sagen, wo es lang geht. Ist der Fuchs noch da? Und vor allem, was für ein Ziel verfolgen diese Maschinen? Es ist immer noch nicht klar, was für ein Ziel die verfolgen. Okay. Dankeschön. Da ist wieder unser Fuchs. Ja, der tut sich hier so einfach. Wie soll ich denn da lang kommen? Hier komme ich nicht hoch. Komme ich hier hoch? Nein, hier komme ich nicht hoch. Dann muss ich vielleicht hier runter. Einzig logischer Weg, denke ich mir mal.
Okay, hier sind Kletterpunkte. Ich denke jedes Mal, er stürzt ab. Oh, da oben rennen sie schon wieder. Ich glaube, die gehen irgendwie hinterher oder so. Keine Ahnung. Okay, das nächste Portal. Okay, und jetzt weiß ich auch, warum jetzt so viele mit dabei sind. Bei jedem Portal verlieren wir wieder einen. Und wir haben somit eigentlich nur noch einen. Okay. Alles klar. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Fuxi sagt aber, wir sollen hier hochgehen. Nee, hier geht's nicht hoch. Können wir hier entlang? Ne. Okay, er ist dort. Wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich nicht mehr zurück. Also schauen wir uns doch erstmal hier drüben noch kurz um. Ah. Ich habe schon so viel übersehen, Leute. Hammermäßig. Okay, das letzte Portal, würde ich sagen. Tut mir leid, aber du musst jetzt da leider, muss ich da jetzt opfern. Okay, und er hat seinen Freund wieder verloren. Aber wir haben ja noch jemand anders. Genau. So. Okay. Ein richtiger Unschärfefilter drauf hier. Damit man ja nicht gleich sieht, was hier los ist. Was ist hier los? Okay, hier ist ein Haufen kleiner Viecher. Viecher. Das könnte eigentlich der Junge sein, oder? Das Stirnband, die Haare, der Umhang. Okay, hier komme ich mal nicht durch. Wo muss ich jetzt hier lang? Ich schau mal, dass ich da hinten durchkomme. Aber greifen die mich jetzt gar nicht an?
Sieht nicht so aus. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich renne jetzt einfach mal. Hinten sehe ich irgendwas. Das Schlüsselloch wieder. Also da hinten ist auf jeden Fall was und dort hinten. Okay. Schauen wir mal, ob wir direkt den Weg finden. Greift er mich jetzt an? Die tun mir gar nichts, schau her. Oder die fangen erst an rumzuspinnen, wenn ich hier das Siegel dort hinten habe. Okay, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich auch wieder nicht zurück. Was gibt's da hinten noch? Nicht. Okay, hier scheint eine Art Rätsel wieder zu sein. Die kommen nicht hoch, okay. Dort hinten ist es ein weiter Weg. Wahnsinn. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da gar nicht näher komme. Kann es sein? Ist hier vielleicht irgend so ein komisches, was ist denn das hier überhaupt? Eine Art Durchgang. Okay. Da oben ist ein Durchgang. Das sind mehrere. Okay, jetzt komme ich hier hoch. Alles klar. Schauen wir doch mal da oben hin. Jetzt müssten wir eigentlich das erste Siegel oder was das dort ist haben. Ja. Okay, ich habe keinen Plan, was jetzt hier passiert ist. Aber wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. Das war die jetzt nicht. Machen wir hier mal auf.
Okay, sie sind auf jeden Fall noch nicht aggressiv. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Alter Schwede. Alles klar, ich verstehe. So, dann müssen wir uns... Okay, ich verstehe. Okay, hier gibt es eigentlich richtig viel zu tun dann. Aber da haben wir auch schon wieder eins. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der nächste so schnell geht. Also die Statue unten ist auf jeden Fall eher. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und vielleicht ist auch der Rote Baron sozusagen sein Vater, der ihm den Weg leitet oder Weg zeigt aus dieser Welt. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. So, okay. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da sind wir gekommen. Wir gehen nochmal in die Richtung. Den können wir auf jeden Fall mal lassen. Brauchen wir noch nicht. Und da oben ging es noch links rein, oder? Schauen wir da nochmal rein. Hier wollt ihr nochmal reinschauen. Ist hier noch irgendwie was? Hier ist ein Schlüsselloch. Richtiger Irrgarten hier. Dann kann man nichts machen. Na, hier waren wir vorher schon. Jetzt wollte ich eigentlich zu der Statue da hinten. Aber wie? Wie kommen wir da hin? Okay, ich sehe schon. Ich glaube es zumindest. Wir müssen hier... Kann man da klettern? Ja, hier kann man wieder mal nicht klettern. Einfach pipsch. Okay, wie kommen wir hier hoch? Alles klar. Alles klar. Und da oben ist auch schon der nächste. Okay, er schreit schon gar nicht mehr. Nee, er hat keinen Bock mehr. Okay. So, somit müssen wir jetzt noch eine aktivieren.
Und die ist dort hinten. Schauen wir, wie wir da am besten hinkommen. Hier sind. Wie kommen wir hier hoch? Okay, ich sehe schon. Hoch. Boah, die haben gedacht, ich fall runter. So. Wenn der Fuchs jetzt da oben steht, kriege ich einen Vogel. Ey, wie kommt der hier hoch? Das will ich mal gerne wissen. Okay, Leute. Somit haben wir alle Statuen aktiviert und ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, dass es ziemlich spannend wird jetzt und ich bin auch gespannt, ob die komischen schwarzen Mannequins da, ob uns die jetzt böse gesinnt sind oder nicht. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, reingehauen, euer Andi.